Schöne Grüße hier aus der Wildnis um Wergen in The Witcher 2 von mir, dem Ameisenkönig. Wir sind auf der Suche nach Triss Merigold, die von Leto, dem Königsmörder und gleichzeitig auch Hexerkollegen von der Schlangenschule entführt worden ist. Und jetzt, tja, haben wir herausgefunden, dass so ein Besoffener gesehen hat, wie ein geiler Arsch von... vom Himmel gefallen ist. Entschuldigt den Schnitt, ich wurde gerade angerufen. Und, tja, da soll ein Troll gekommen sein und die olle Triss und ihren geilen Arsch zugleich auch weggetragen haben. Das finden wir natürlich nicht so geil. Wir wollen natürlich den Arsch wiedersehen. Nicht nur wiedersehen. Und deswegen schauen wir mal, wo der Troll sich rumtrollt. Ich dachte mir, wir schauen aber erstmal hier umher. Was ich hier sonst... Ach nee, wir gehen in die richtige Richtung. Okay, alles klar. Dann hat sich ja meine Angst... Ach du Scheiße, er kocht sie. Nein, er hat sie gekocht. Bitte nicht. Wer da? Ein Hexer. Menschengeschickt und du tötest Troll, Hexer. Dann schnell, nicht so weh. Sag mir, wo die Frau ist, die du geraubt hast. Ich Troll, Menschweib hier nicht. Ein Zwerg hat gesehen, wie du eine Menschenfrau weggeschleppt hast. Dummer Zwerg! Ich trage Weil kaputt! Ich heile, ich streichle, aber jede Frau weg! Erst Weib mein, dann Rotkopf! Alle weg, nur Suppe noch da! Was ist in dem Topf? Suppe! Mit Elf und Zwiebel! Du willst? Mit Elf und Zwiebeln? ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Dummer Hexer! Elf wie Tomate! Am besten mit Zwiebel! Am besten mit Zwiebel! Nein, ich mag aber keine Zwiebeln. Was? Hat er elf genommen da und da reingeschmissen? Oh, Hauptsache nicht den geilen Arsch von Triss. Obwohl der geile Arsch von Triss natürlich schon lecker schmeckt in einer Suppe. Besonders im Eintopf. Woher hast du die Zutaten? Woher hast du den Elfen? Weib mein mir aus Schlucht bringt, als Rotkopf bei mir. Und die Rothaarige, ist die auch da in der Suppe? Nicht drin. Rotkopf weg. Weibmein auch weg. Alle weg. Nur Suppe nicht. Oh, ja, ist ja gut, wenn die Suppe da ist. Aber dein Weib auch? Naja, die Suppe ist ja da, ne? Was war hier los? Erzähl mir mal alles. Erzählst du mir, was passiert ist, Troll? Weibmein und ich in Schlucht. Da geht Rums. Und Menschlinge fallen vom Himmel. Du lügst, Troll. Menschen fallen doch nicht vom Himmel. Troll lügt nicht. Troll nur sagt, Blitz und Bumm. Da, wo Narrenschiff zwei Menschlinge fallen. Menschling riesig wie Troll, mit Weibling. Ich guck. War der Mann kahlköpfig, mit einer Narbe? Hexer mag auch Menschling? Kahlkopf, ja. Aber ich seh nur von fern. Geht in Schlucht. Rotkopf Weibling da lässt. Ich geh und guck. Rotkopf nicht gut. Ich geh ganz nah. Rotkopf sagt nicht. Geht nicht. Sehe Bein kaputt. Hieb auf. Nach Hause trag. Weib mein Gram. Schimpft, dass Rotkopf zu mager. Darum Weib mein mehr Essen sucht. Ich fütter Rotkopf. Trinken gebe. Bein besser mach. Schöner Weibling. Ich streichel, wenn schläft. Rotkopf mit Band. Ich schnüffle. Weibmein kommt mit Elf und zieht und schreit, dass ich lass. Weibmein sagt, sie mit Band. Aber ich sage nein, will schnüffeln. Dann Weibmein sagt, sie hier, ich weg. Sie weg, ich hier. Du sagst, ich mag Rotkopf. Band riecht gut. So ich sage Weibmein, da haut sie zu mit Wurzel. Dann geht, sogar ohne Elf. Was ist mit der rothaarigen Frau passiert? Als Frau kaputt, sie hier. Als Frau besser, sie weg! Nachts, ich schlaf! Sie sagt nichts! Oh, hast du etwas von der Rothaarigen? Vielleicht die Rose der Erinnerung. Hast du noch irgendeine Sache von der Rothaarigen? Nein! Weib mein Band nimmt! Bringt Elf, nimmt Band! Wohin ist deine Frau wohl gegangen? Schlucht! Sie mag Schlucht! Ich auch! Ich geh sie mal suchen. Hexer, Weib mein nicht tötet! Weib mein Gut, nur dumm. Nur dumm? Ja, das kennen wir auch von den Menschenweibern. Ich tue ihr nicht weh.
Ich tue ihr nichts. Weidmein, du sagst, sie soll hier. Nicht alles weg, nicht allein. Tut weh. Gut, ich sag's ihr. Aber ich muss das Band der Rothaarigen haben. Weidmein mit Band, gib dir. Weidmein gut, aber muss wieder hier. Alles klar, das regeln wir ja schon. Wo ist Triss? Überrede die Trollin, zu ihrem Mann zurückzukehren. Tja, vielleicht kriegen wir dann das Band. Ist das Band von Triss oder was? Oder wie, check ich jetzt nicht so ganz so. Wo ist denn überhaupt die Schlucht hier? Die Schlucht ist... Was? Wo ist die Schlucht? Wiederkehrende Erinnerung. Der Troll war von einer der griesgrämigen Sorte, die weder Brücken bauen noch Schafe und Schäfer belästigten, sondern verdrossen auf Felsen hockten, bis sie schließlich selbst zu Stein wurden. Geralt erfuhr nicht mehr, als dass der Troll tatsächlich eine Frau gefunden hatte, die aus dem Himmel gefallen war, dass von ihr aber nur ein Band geblieben war. Das Stück Stoff nahm die Frau des Trolls an sich, doch hatte diese inzwischen ihren Mann verlassen. Wenn Geralt an das Kleidungsstück der Zauberin kommen wollte, musste er die Trollin wieder zu ihrem Mann zurückbringen. Was war zu tun? Zur Schlucht zu gehen. Aber ich weiß nicht, welche Schlucht er meint. Mit dem Band könnte ja Philippa einen Zauber wirken, womit wir herausfinden... Ach du Scheiße. Hier sind die ganzen Harpien hier und ich habe keinen von diesen Harpienfallen dabei. Ja, die Quest habe ich ja gesagt, funktioniert nicht. Deswegen lassen wir die Harpien mal Harpien sein. Und suchen einfach nur die Trollin. Ihr lernt es wohl nie. Die kämpfen ja gerade gegen die Neckar. Verfolgen mich ja trotzdem. Bin ich hier richtig? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, ihr Dreckigen seid echt so eklig. irgendwas wollte ich sagen. Ja, mit dem Band kann Philippa ja sie aufspüren. Also Triss, mit dem Zauber hat sie ja erwähnt. Das hat funktioniert. Wo bin ich denn eigentlich? Ich sehe mein Kreuzchen gar nicht mehr. Wir gehen erstmal rechts. Hey! Da ist der Schiffswrack, ja. Das haben wir doch gesucht. Weiter oben am Ponta, ja. Cool. Wir haben doch schon beim Kairan einen Schiffswrack gefunden und hier ist das zweite. Sehr geil. Wo ist der Brief? Hier oben. Ja, geil. Tagebuch aus der Ayla Tarn. Geil. Suche unter Loch Myn nach dem Schatz, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt. Ein Schatz? Logbuch des Schiffes Ayla Tarn. An den höchsten Rat der Zauberer. Die Forschungen in Loch Myn haben unerwartete Resultate gezeigt. Wir fanden nicht nur Kleinodien oder Antiquitäten, sondern vor allem ein Relikt, das einem Mitglied der ersten Kammer gehört haben muss. Meine Begleiter in ihrer Einfalt machen sich keine Vorstellung von der Bedeutung, die der Gegenstand für unseren Kreis hat. Er ist zu wichtig, um in einem düsteren Magazin des Lehrstuhls für Geschichte zu verschwinden. Wir sind die geistigen Erben der ersten Magier, daher nehme ich das Relikt in eurem wie auch in meinem Namen in Besitz. Es wird Aufruhr deswegen geben, ich bitte also um Unterstützung und Beistand an Voltests Hof. Oswin. Ja, Fluss der Geheimnisse, Quest abgeschlossen. Oh nein, in den Nebel wollen wir nicht zurück. Oh nein, der Nebel dehnt sich natürlich jetzt auch mittlerweile aus. Müssen wir natürlich immer noch schneller, jetzt mal schneller machen hier. Hey, hier geht's irgendwo rein. Schlüssel erforderlich. Ein Geheimgang nach Bergen. Naja, der Schlüssel, den wir von der einen Ollen bekommen haben, die wir gerettet haben. Der passt anscheinend hier nicht. Deswegen ja, mal schauen, wo er passen könnte. Ach, nicht schon wieder. Also, ich habe ihn, die gehen mir schon echt auf den Sock. Kann er echt nicht mit guten Dingen zugehen hier. Wo ist denn die Schlucht? Verzieht euch einfach. Ich will nichts von euch sehen. Was ist das denn? Ironie? Was ist denn eine Ironie? Das Ding ist abgefackelt. Ach, da ist noch so ein Ding, ey. Ich sehe gerade, dass durch die geile Grafik hier auf dem, hier oben, meine Grafikkarte richtig am Abspacken ist. Die schon fast gerade mal unter 30 gefallen. Hey, ich höre irgendwas. Hey, was soll das? Ich brauche die Trolle noch. Sie ist verletzt. Soll sie ausbluten. Stürzen wir uns lieber alle auf sie, wenn sie schwach genug ist. Besser nichts riskieren. Was macht ihr hier? Wir sind Söldner.
Jetzt im Dienst von König Henselt. Spähtrupp. Erst sind wir kaum einem Nebel voller Geister entronnen, dann auf eine wütende Trollin gestoßen. Wer bist du? Geralt von Riva. Der Hexer, der weiße Wolf. Deine Kenntnisse kämen uns gerade recht. Hilfst du uns? Ja, sie muss am Leben bleiben. Ich erlaube euch nicht, sie zu töten. Seit wann schlägt sich ein Ungeheuertöter auf die Seite von Ungeheuern? Das geht dich nichts an. Ich brauche sie. Lasst sie in Ruhe. Sie hat zwei meiner Leute getötet. Jetzt wird sie keinem mehr etwas tun. Nichts da. Stör nicht, wenn du schon nicht hilfst. Wir schaffen das auch allein. Die Trollin bleibt am Leben. Irrtum. Sie stirbt. Dann müsst ihr mit mir anfangen. Tja, dann verabschiede dich, Hexer. Glaube ich wohl kaum, dass ihr euch eher verabschieden müsst. Alter, oh. Direkt hier in der Kartätsche oder was auch immer bekommen. Ich kann auch Bomben werfen. Alter, der hält mir voll auf den Sack, ey. Oh, die Kohle muss am Leben bleiben. Und er kassiert, jawohl. Schluss jetzt! Wir ergeben uns! Waffen nieder! Verschon uns, Hexer. Der König zahlt auch Lösegeld für uns. An dem mir nichts liegt. Ihr lasst jetzt die Trollin in Frieden und zieht eurer Wege. Du lässt uns gehen? Ihr könnt nicht durch den Nebel, das wäre euer Tod. Wir sind Krieger, wir fürchten den Tod nicht. Wir rennen ihm aber auch nicht hinterher. Der Hexer hat recht. Kommandant, wir sollen doch einen Hexer finden. Einen Kahlkopf mit einem Schlangenmedaillon. Dieser hier hat weißes Haar und am Hals einen Wolf. Alles klar, ihr meint Leto. Leto sucht ihr. Du kennst ihn? Sozusagen. Ich suche ihn auch. Was wisst ihr über ihn? Sheila de Tankerville hat uns befohlen, die Schlucht nach ihm zu durchkämmen, aber wir haben nur ein Lager voll toter Skoyatel gefunden. Dieser Leto muss ihn niedergemacht haben, vielleicht mit noch jemandem. Wo denn das? Jenseits dieses Geisternebels. Was habt ihr vor mit Leto? Ihn töten. Ihn und alle, die bei ihm sind. Alle? Bist du sicher? Das ist der Befehl. Und weißt du, wo Leto ist? Irgendwo auf der anderen Seite. Wir haben Spuren gefunden, aber dann hat uns der Nebel überrascht. Wir haben uns verirrt und sind hier gelandet. Tja, lauft zu Saskia. Ich empfehle, dass ihr euch den Rebellen ergebt. So etwas habe ich noch nie getan. Ich bin Adam Pangrat. Man nennt mich auch Adieu. Hier haltet ihr nicht lange durch. Die hängen uns auf. Sie wissen, dass wir Hänsels Männer sind. Meldet euch bei Cecil Burden. Er wird euch anständig behandeln. Aber rechnet lieber nicht damit, dass er Hänselt überbietet. Hört ihr, Männer? Wir ziehen zur Drachentöterin. Der Hexer meint, wir kommen da heil raus. Verwundete eingesammelt, Ärsche zusammengekniffen, Abmarsch! Menschen, bah! Sie sehen Troll. Troll schon tot. Gleich sofort. Ich Glück. Du gut. Du hilfst. Ich dir auch helfe. Wenn du mir helfen willst, dann geh bitte zu deinem Alten zurück. Nein, Troll, bah! Er sagt, Menschweib da, ich weg. Er streichelt Menschweib. Nein. Er ist allein und hat schreckliche Sehnsucht nach dir. Er dir sagt? Er? Nein! Bah! Ich weg! Was weißt du denn über die Frau? Was weißt du denn so über die Frau, die bei euch war? Weiß nicht! Hässlich! Stinkt! Wenn du mir auch helfen willst, dann geh bitte zurück zu ihm. Troll sagt, Troll tut. Nicht lügt, aber ich nur dir helfen. Ach, Hexer, weib mein hier. Ja, gut. Ja. Ich helfe nur Mensch. Er sagt, ich hier, sonst ich weg. Weib mein klug. Gut. Mann, mein mag rotes Fell lieber. Nicht klug, nicht gut. Nicht mehr, nie mehr. Gib mir das Band. Da, treu, dumm. Dumm, dumm. Du hier mit Horn. Du mich brauchst. Du tot, tot. Ich komm.
dich mag. Ich werd's mir merken. Und nun geh zu ihr. Pflück ihr ein paar Blumen. Blumen? Vogelmist. Ich bring. Vogelmist, ich bring. Lager erlebt. Nicht erlebt. Du lügst. Stinkt. Nur du denkst. Er legt die erstmal hin, ey. Stinkt. Ich da nicht schlafe. Ich die KE-Ehe begonnen, ey, so geil. Trollhorn, ich kann hier die Trolle rufen, mega geil. Muss er machen. So, habe ich hier sonst irgendwas versteckt? Wir könnten sonst mal, wo müssen wir sonst noch hin? Oder wo können wir noch hin? Beim Schiffswrack waren wir. Wir können vielleicht noch irgendwie, warte mal. Hier. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee, da kamen wir her. Aha. Ich kann ja sonst nirgendwo her, ne? Nee. Wenn ich hierher gehe, gehe ich ja wieder zurück. Tja, ich glaube, das war's erstmal hier. Wir müssen immer noch die Rose der Erinnerung finden, aber das können wir wahrscheinlich nur mit Triss wirklich selber machen. Deswegen müssen wir wohl zurück zu Philippa Eilhardt, damit sie den Zauber sprechen kann, um... Hey, da ist ja noch eine Hütte. Oh. Um Triss zu finden. Was geht denn hier mit der Hütte ab? Der ist ja ein nackter Typ, ey. Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckarherzen, kein Problem. Harpyenfedern. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahle dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht? Ich werde mehr holen müssen? Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Sammle 12 Harpyenfedern und bring sie zu Eltern. Tja, ich glaube... Eltern? Ich glaube, da schauen wir nochmal nach, ob ich das irgendwie arrangieren kann. Was ist denn hier? Ach, hier unten sind alles Harpyen. Harpyen, Entschuldigung. Harpyen. Können wir ganz kurz machen. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt schon habe. Ich glaube nicht so ganz so viele. Schauen wir doch mal, wie viele ich doch habe. Wahrscheinlich unter Alchemie, oder? Modehautzunge, Draugurenkrallen, Neckarherzen. Kein Problem. Wo haben wir denn? Ich glaube, davon habe ich gar nichts. Na gut, ich würde die mal so holen, offline. Offscreen, sage ich ja immer. Ich bin Ameisenkönig, wir spielen Step 2. Und die Harpien machen richtig dick ein auf dicke Hose hier. Schauen wir mal, ob ich die Harpienkrallen hier, Federn, zusammenbekomme. Irgendwie kann ich hier nicht ausrauben. Die Bücher habe ich doch gelesen, oder? Doch, klar. Wo habe ich das denn hier? Ich glaube, ich lese ihn nochmal. Zur Vorsicht. Sphärenkonjunktion. Wo ist das Buch über die Harpyen? Da. Da habe ich doch mit Sicherheit gelesen. Kannst mir doch nichts erzählen, ey. Alter. Oh, da kommen direkt die... Oh, da kommen die anderen. Nein. Okay, ja, wir sehen uns. Da sind die Harpyenfedern. Scheiße. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Daumen hoch, wenn nicht auf Daumen runter. Und dann bis morgen, ne? Ciao.